Ich möchte Sie begrüßen ganz herzlich hier an der Lanus-Hochschule zu meinem Vortrag. Ich spreche, also bin ich, Sprache und Persönlichkeitsentwicklung im pädagogischen Kontext in der Reihe Kinder, die wir hier an der Lanus-Hochschule zusammen mit dem Generalanzeiger Bonn veranstalten dürfen. Und ich freue mich sehr, dass so viele den Weg gesucht und ganz offensichtlich auch gefunden haben. Ich möchte beginnen mit einem Gedicht von Rosa Ausländer. Wir wohnen Wort an Wort. Sag mir dein Liebstes, Freund. Meines heißt du. Im Grunde ist mit diesen Versen von Rosa Ausländer im Grunde genommen schon alles im Wesentlichen auf den Punkt gebracht, was ich heute Abend zum Ausdruck bringen möchte und mit Ihnen zusammen anschauen möchte. Nämlich es geht um die Entwicklung des Kindes in der Wechselbeziehung vom Ich zum Du, von Ich zur Welt und vom Welt zum Ich. Und das Mittel dazu ist die Sprache. Die Sprache als Basis der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, als eine Basis der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Nun wären Sie mit Recht enttäuscht, wenn Sie hier hingekommen wären und ich würde Ihnen ein Gedicht vorlesen und danach wieder gehen. Sie haben wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet. Deswegen möchte ich gerne zu Beginn einen kurzen Überblick geben, was Sie heute erwartet, was wir gemeinsam hier zusammen uns erarbeiten wollen. Gemeinsam ist ernst gemeint. Ich brauche unbedingt Ihre Unterstützung. Sie müssen aber keine Sorge haben, das wird kein Mitmachtheater werden, zumindest hoffe ich das. Aber ich werde die eine oder andere Übung mit Ihnen machen, die uns ein bisschen näher in das Thema auch einführen wird. Ich möchte zunächst beginnen mit den beiden Polaritäten Verbundenheit und Wachstum als zwei Voraussetzungen für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung und mich dabei an Gerald Hüther orientieren. Ich möchte dann gerne übergehen zu Sprache und Sprechen als Brücke zur Welt und selbst, zur Selbst- und Weltbegegnung und als drittes dann übergehen zu die Sprachentwicklung als Signatur der sich entfaltenden Persönlichkeit des Kindes und da einen aphoristischen Überblick geben über wesentliche Punkte der Sprachentwicklung des Kindes. Und zum Abschluss dann, wie können wir die sprachliche Entwicklung des Kindes als Grundlage der Persönlichkeitsentfaltung als Eltern und als Pädagogen überhaupt unterstützen? Meine größte Sorge ist, dass die Zeit nicht reicht heute Abend für ein so umfassendes Thema. Je netter die Menschen sind, desto mehr neige ich zum Plaudern. Sie merken schon, im Moment fühle ich mich recht wohl. Es wird also ein gefährlicher Abend. Ich werde mich trotzdem beschränken auf etwa 1 Stunde und 15 Minuten, sodass Sie innerlich schon mal den Bogen spannen können. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Sprache auf ein sehr kritisches Feld begebe, das gepflastert ist von Fettnäpfchen. Ich werde versuchen, die meisten auszulassen, weil gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung ja changiert zwischen den Bereichen Esoterik, Alltagspsychologie, Fachwissenschaft, Business Coaching und Lebensberatung und eben auch Pädagogik. Spätestens jetzt, wo Gerhard Roth sein Buch Bildung braucht Persönlichkeit geschrieben hat, ist ja die Persönlichkeit als wesentlicher Faktor in der Bildung angekommen. Wenn man Eltern bei der Einschulung ihrer Kinder fragt, was sie sich von der Schule wünschen, dann werden sehr schnell 3 Aussagen gemacht. Die erste Aussage ist die ist sehr naheliegend, die Eltern möchten gerne, dass ihr Kind in der Schule was lernt. Das ist ja nur noch keine überzogene Erwartung an die Schule, dass es vorbereitet wird auf das spätere Leben, damit es später dann auch einen Beruf ergreifen kann, erfolgreich ist und sich in der Gesellschaft verwirklichen kann. Die zweite Aussage ist schon etwas kritischer, zumindest schwieriger zu erfüllen. Schule soll nämlich Spaß machen. Wir alle wissen aus unserer eigenen Schulerfahrung, dass Schule nicht immer nur Spaß machen kann. Also wenn 80% der Schule Spaß macht, finde ich, ist schon ganz gut gelaufen. Und die Frage ist auch, ob es immer sinnvoll ist, dass Schule nur Spaß macht. Denn auch krisenhafte Momente, das wissen wir ja, gehören zu einer gesunden Lernbiografie dazu, weil man gerade an der Krise ja auch wachsen kann. Just Schieren hat darauf hingewiesen in seinem ersten Vortrag hier in der Reihe Kinder, weil man an der Krise eben auch neue Kräfte, neue Potenziale entfalten kann. Ich glaube, dahinter verbirgt sich vor allen Dingen der Wunsch, dass die Kinder ohne Angst in die Schule gehen, dass Lernen Freude macht und sie gerne die Schule besuchen. Und als drittes kommt dann aber schon sehr bald der Wunsch der Eltern, dass das Kind in seinem Potenzial erkannt werden soll.
Das Kind soll seinem Potenzial gemäß gefördert und gefordert werden, sodass es sich als Persönlichkeit während der Schulzeit weiterentwickeln kann. Also auch hier in dem Wunsch der Eltern hat Persönlichkeit verständlicherweise eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Es ist ja auch das Zentralste, was wir im Leben entwickeln. Als ich meine Studenten gefragt habe, was sie unter Persönlichkeit verstehen in Vorbereitung an diesem Vortrag, ich habe natürlich auch Bücher gelesen dazu, ich habe mich auch schon lange damit beschäftigt, aber immer wenn ich so gar nicht weiter weiß, frage ich meine Studenten, glücklicherweise sitzen auch etliche hier, da kamen zwei Aussagen, die ich sehr treffend fand. Die eine Aussage war die, die erinnert ein bisschen auch an ein Zitat von Jost Schieren, als er über eine Schüleräußerung gesprochen hat, was für diesen Schüler Persönlichkeit bedeutet. Da sagte die Studentin nämlich, das, was man aus seinem Leben gemacht hat, das, was man an sich verwandelt hat, was man bearbeitet hat, was man als Potenzial entfalten konnte, das ist eigentlich der Ausdruck der Persönlichkeit. Eine andere Studentin ging noch einen Schritt weiter und sagte, für mich ist eigentlich eine Persönlichkeit ein Mensch, in dem das Denken und Fühlen mit seinen äußeren Taten, mit seinen Handlungen in Übereinstimmung ist. Ein authentischer Mensch ist für mich eine Persönlichkeit. Dann sage ich, das ist eine Persönlichkeit, die vor mir steht. Und mit diesen beiden Äußerungen sind die Studenten schon sehr nah dran an dem kleinsten gemeinsamen Nenner, den man zwischen den einzelnen Fakultäten, die sich mit Persönlichkeit und Persönlichkeitsbildung und Entwicklung beschäftigen, finden kann. Nämlich, man kann relativ konsensfähig betrachten die Aussage, dass das relative stabile Muster von Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen als Ausdruck seiner Persönlichkeit gesehen werden kann. Also wir betreten ein vielfältiges, differenziertes Feld und wenngleich es eben so vielschichtig ist, dieser Umgang mit der Persönlichkeit, so ist doch interessant, finde ich, dass jeder von uns im Grunde genommen ein mehr oder minder klares Gefühl oder ein klaren Begriff sogar davon hat, was er unter Persönlichkeit versteht. Gleichzeitig geht von diesem Wort Persönlichkeit ja auch eine gewisse Magie aus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also Persönlichkeit ist doch irgendwie was Faszinierendes, wo man denkt, Mensch, darum dreht sich doch alles. Und ich weiß noch, wie heute, als ich als 12-Jähriger auf dem Schulhof stand mit meinen Mitschülern, waren wir so drei Jungs zusammen und standen dort und haben in die Zukunft rein geträumt und haben gesagt, was wollen wir denn später mal werden? Der eine sagte, ich finde Autos total klasse, finde ich super, ich werde später mal Autoschlosser, Automechaniker, habe ich viel mit Autos zu tun, kann mir selber Autos aufbauen und so, das ist mein Berufsziel. Der andere sagte, ich will Banker werden. Da, ich finde Geld gut und da habe ich viel mit Geld zu tun. Wahrscheinlich verdiene ich auch eine ganze Menge dabei und dann kann ich mir die Autos kaufen, die du dann später reparierst. Und ich sagte dann, als die Reihe an mich kam, wie aus der Pistole geschossen, ich möchte eine Persönlichkeit werden. Das war nicht so furchtbar cool in der Runde. Zumal weder meine Mitschüler noch ich überhaupt wussten, was das ist mit 12 Jahren. Ich wusste, hatte überhaupt keine Ahnung, was eine Persönlichkeit ist, geschweige denn, wie man eine werden könnte. Ich habe diesen Begriff irgendwo aufgeschnappt und dachte, das ist was Tolles, das will ich mal lernen. Ich darf vielleicht bescheiden einfügen, ich habe bis heute mein Berufsziel nicht erreicht, aber ich gebe mir Mühe, dran zu bleiben. Das mag auch mit meinen frühen ersten Bildungserfahrungen im Kindergarten, also damals noch Kindergarten und ersten Schuljahren zusammenhängen, die, sagen wir mal, nicht unbedingt, ich drücke es mal vorsichtig aus, so ganz ideal dafür waren, um sich diesem Berufsziel zu nähern, was wiederum zu tun hatte damit, dass die Auffassung von Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsinhalt meiner Lehrer und von mir einfach sich diametral gegenüberstanden. Heute, nach 25 Jahren eigenem Lehrerseins, bin ich sehr viel bescheidener geworden in meinen Urteilen und habe schon das ein oder andere Mal Abbitte geleistet an meine Lehrer, die ich früher eben hatte. Aber was sind überhaupt günstige Bedingungen, um eine Persönlichkeit zu entfalten? Was sind günstige Bedingungen, damit sich die Kinder in der Vorschulzeit und in der Schulzeit als Persönlichkeit entwickeln können? Zunächst einmal muss man ja feststellen dabei, dass sich Persönlichkeit innerhalb dieser beiden Determinanten, also das, was man als Erbe mitbringt durch die Eltern auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was durch frühe Erziehung, durch Sozialisierung eben an die Kinder weitergegeben wird, dass sich in diesen beiden Rahmungen doch die Persönlichkeit eigentlich permanent weiterentwickelt. Jedenfalls insofern, als dass die äußeren Eindrücke wirklich
bei dem Kind ankommen und Spuren hinterlassen. Es gibt natürlich auch manches, das geht an uns vorbei, wobei es nicht immer das ist, was wir nicht so im wachen Bewusstsein haben. Manches wirkt viel tiefer, obwohl wir es gar nicht bemerkt haben. Persönlichkeit entwickelt sich eigentlich fortwährend und die Frage stellt sich mehr, wie können wir etwas dafür tun, dass sich die Persönlichkeit positiv entwickelt. Und positiv ist gemeint als ausgewogene, belastbare, weltoffene, interessierte Persönlichkeit, die ihren Weg in dem Leben gehen kann. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle im Grunde genommen für unsere Kinder doch wünschen. Dazu gehören Fähigkeiten wie Offenheit, Neugierde, Explorationsbereitschaft, also auch Abenteuerlust. Auf der einen Seite also Weltbezug und auf der anderen Seite aber auch Selbstbezug, das heißt Selbstwahrnehmung überhaupt, Selbstbewusstheit, Selbsterfahrung, aber auch Selbstregulation. Dass ich mit dem, was ich bei mir eben vorfinde, an Gefühlen, an Erlebnissen auch umgehen kann. In diesen beiden Polaritäten entwickelt sich die Persönlichkeit. Und das hat sehr viel mit Sprache zu tun. Damit sind wir bereits im Bereich der Sprache. Denn so schon sehr früh lebt auch das Kind, wenn es auf die Welt kommt, in diesen beiden Polaritäten und nutzt die Sprache als Brücke in beide Richtungen, jetzt mal ein bisschen technisch ausgesagt, zu operieren. Stellen Sie sich vor, das Kind liegt in der Wiege, ein kleines Kind, noch so eine, vielleicht gerade mal so 3 Monate alt, 3 bis 4 Monate alt. Ich muss mich sehr genau ausdrücken, denn ich habe Fachkollegen hier auch. Und über der Kinderwiege ist vielleicht ein kleines Mobile, sind ein paar Schmetterlinge dran. Die bewegen sich so ein bisschen im Wind. Und zunächst guckt das Kind einfach nur hin, nimmt Kontakt auf mit der Umgebung, fixiert, was da so ist, hat seine Freude an der Bewegung, will danach greifen, zeigt dahin, kommt aber nicht dran. Und nachdem das Zeigen auch nicht mehr ausreicht, fängt es auf einmal an, na. Also Proto-Wörter, die praktisch bedeuten, ich will das haben, es kommt aber nicht dran. Was passiert? Die Mutter kommt hoffentlich, oder der Vater, je nachdem, wer gerade zu Hause ist, hört das, reagiert auf das, was das Kind eben äußert, lächelt das Kind an, ist wichtig, lächelt das Kind an, zeigt und blickt zu dem Schmetterling hin und sagt, du meinst den Schmetterling, du willst den Schmetterling haben. Und holt vielleicht den Schmetterling runter von dem Mobile und gibt ihm das Kind. Das Kind strahlt und freut sich aus 2 Gründen. Das eine ist, das Kind hat den Schmetterling, aber das andere ist, das Kind hat eine Beziehungsbrücke geschlagen. Das bedeutet, das Kind hat einen Impuls in die Welt geschickt und bekommt eine Antwort darauf. Es wird wahrgenommen, es wird bestätigt in seinem Anliegen, es kommt an. Sprache, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, ist vor allen Dingen ein Beziehungsmittel. Sprache ist nicht nur eine Technik, auch. Aber Sprache ist das Beziehungsmittel schlechthin. Jemanden die Sprache verweigern, heißt Beziehung kappen. Ich weiß nicht, ob Sie das erlebt haben in Ihrer Kindheit, wenn der Vater mal dauerhaft geschwiegen hat. Es gibt keine grausamere Strafe. Bei Kindern ist das manchmal anders, da wird man sich manchmal wünschen, ach, könnten die jetzt nicht auch mal ein bisschen still? Aber letztendlich, das ist Ausgrenzung. Dazu kommen wir später nochmal. Also das Kind hat etwas erreicht mit diesen vorsprachlichen, gestischen Äußerungen. Überhaupt müssen wir, wenn wir Sprache denken, immer auch Bewegung dazu denken, Mimik dazu denken. Beides bedingt sich gegenseitig und beeinflusst sich auch gegenseitig. Auf der anderen Seite aber äußert sich das Kind nicht nur der Welt gegenüber mit seinen Bedürfnissen und erlangt dadurch auch Weltwissen. Es erfährt mehr über die Welt. Es erfährt zum Beispiel, auch wenn es sich das noch gar nicht merkt, dass das ein Schmetterling ist. Und das geht ja dann immer weiter, die Beziehung zur Welt. Auf der anderen Seite kann das Kind auch sich selbst über Sprache fassen und greifen. Stellen Sie sich bitte wieder eine Situation vor, nicht zu plastisch. Ein kleines Kind, sagen wir mal so 2 Jahre alt, läuft einen Weg entlang, ist ganz vergnügt. Da liegt ein Stein im Weg, das Kind guckt aber wo ganz anders hin, stolpert über den Stein, fällt hin, tut sich nicht sehr weh. Nur ein bisschen tut es sich weh, fällt also hin, hat sich vielleicht ein bisschen das Knie gestoßen. Was macht es zuerst?
schreit. Ne? Klar, würde jeder von uns auch mal. Das Kind fängt an zu schreien. So, nach der ersten Beruhigung merkt es, oh, ich habe mir das Knie gestoßen. Das sagt es natürlich so nicht, aber es stellt das eben fest. Dann ruft es nach der Mama oder nach dem Papa, wer gerade da ist. Mama, 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 die Mama kommt, nimmt das Kind in den Arm, beruhigt das Kind, streichelt das Kind, pustet den Staub ein bisschen vom Knie weg und alles ist langsam wieder in Ordnung. Das Kind sagt vielleicht noch, Mama, Pia, nie, Auer macht. Sagt noch nicht ich, das spricht man sich in der dritten Person, deswegen habe ich gesagt, es ist noch vor 2,5 Jahre. Und alles ist wieder in Ordnung. Jetzt kann man sagen, naja gut, was erzählt der da? Das ist doch ganz normal. Klar, das ist normal. Aber was passiert eigentlich? Das Kind macht eine Erfahrung. Die Erfahrung ist mäßig kritisch. Es hat eine kurze Krise. Es hat sich wehgetan. Es erkennt, wo es sich wehgetan hat. Es ist nicht alles furchtbar, kein Weltuntergang, sondern ich habe mir das Knie wehgetan. Es benennt das auch, greift das im Wort und ruft jetzt zur Mutter. Und dadurch verbessert sich seine emotionale Lage. Es wird nämlich getröstet. Das ist eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit an der Stelle. Das wird sofort deutlich, welche Dimension ein solches Erlebnis hat, wenn ich Ihnen ein weiteres Beispiel erzähle, dass ich jetzt etwas verändert wiedergebe, aber die wesentlichen Komponenten stimmen durchaus, was ich zusammen mit meiner Frau in einer Stadt erlebt habe. Wir saßen zusammen in einem Straßencafé. Es war sonnig, so ungefähr wie heute, neben uns eine Familie mit einem Kind. Dieses Kind wollte auf einen, es gibt auch solche Betonpoller immer, wollte auf so einen Betonpoller raufklettern. Also man denkt, toll, das Kind ist neugierig auf die Welt, Explorationsverhalten, will alles ertasten, erfüllen, will da hochkommen. Der Vater sagt, während er seinen Kaffee trinkt, lass das sein, sonst fällst du hin. Das Kind lässt sich nicht abbringen, großartig, ja, selbstwirksam, ich mach weiter. Es versucht da hochzukrabbeln, es kommt, wie es kommen muss, das Kind rutscht ab, fällt hin und es schreit. Was machten die Eltern? Jetzt kann man meinen, ja klar, Mutter kommt, pustet weg, streichelt, alles wieder in Ordnung, Selbstwirksamkeitserfahrung. Tatsächlich hat sich ereignet, und jetzt glaube ich wird deutlich, was ich damit sagen will, hat sich Folgendes ereignet. Der Vater schaut auf, ich glaube, er hat Zeitung gelesen, schaut auf, guckt rüber. Jetzt weißt du, was passiert, wenn du nicht auf deine Eltern hörst. Nachsatz. Und jetzt brauchst du gar nicht zu heulen. So. Das ist keine Beziehungssprache. Was das Kind hier erlebt, ist keine Selbstwirksamkeit. Es wird auch nicht in seinem Selbstregulationsdrang bestärkt. Im Gegenteil. Es könnte, wenn das jetzt ein einmaliger Ausrutscher der Eltern war, wir sind alle nicht vollkommen als Eltern, das muss man immer auch dazu einrechnen, wenn es bei einer einmaligen Erfahrung bleibt, mag das ohne Folgen sein, wird das eine dauerhafte Erfahrung, dass das Kind immer wieder so etwas erlebt, könnten sich solche Erfahrungen durchaus auch als ein Persönlichkeitsmuster festlegen, das vielleicht so lauten könnte wie, ich muss aufpassen, ich muss immer alles richtig machen, sonst tut's weh. Je nach Persönlichkeitsstruktur des Kindes. Das macht Sprache in der Erziehung. Beziehung ist das Allerwichtigste, was wir überhaupt mit Sprache für unsere Kinder tun können. Ich mache mal gerade jetzt ein bisschen weit. Einen Moment. Da gehen wir mal jetzt drüber hinweg. Jesper Juhl, der dänische Familientherapeut und Psychologe, sagte den Satz, ich lese jetzt für Sie vor, der Schlüssel heißt Beziehung. Ihre Qualität entscheidet über unser Wohlbefinden und unsere Entwicklung als Mensch. Kinder werden mit allen wesentlichen menschlichen Qualitäten geboren und haben daher auch dieselbe Verletzlichkeit und Überlebensfähigkeit wie Erwachsene. Eltern zu sein bedeutet, eine Rolle im Leben einzunehmen, die uns vor große Herausforderungen stellt. Ich glaube, das kann man ohne weiteres nachvollziehen. Insbesondere dann, wenn man sich eben klar macht, dass ja die Kinder sich an dem orientieren, was wir ihnen kommunikativ vorleben. Jesper Juhl sagte in einem Vortrag, und das finde ich hochinteressant, es wird ja immer wieder von Bildungsnähe und Bildungsferne auch gesprochen, heute mehr denn je und mit Recht. Und er sagte,
Bildungsnähe fängt eigentlich nicht nur bei Bildungszugängen an, sprich jetzt mal ganz basal angelegt, da dass genügend Bücher im Regal stehen, das Kind rausholen kann, dass ein PC dasteht, wo ich mir Informationen holen kann. Nein, Bildungsnähe beginnt eigentlich bei der Kommunikation der Eltern, bei dem, was die Eltern als kommunikatives Verhalten dem Kind vorleben, dass sie erleben, dass das Kind erleben kann, wie Sprache Verbindlichkeit herstellt, wie Sprache genutzt werden kann, auch kritische Situationen respektvoll auf gleicher Augenhöhe zu lösen. Dass eine liebevolle, eine freundliche, eine aufgeschlossene, anerkennende Grundstimmung in der Kommunikation herrscht. Das macht Sprache zu einer wertvollen Erfahrung, weil sie beziehungsbildend ist, die dann auch das Kind im späteren Leben als Erfahrung mitnimmt. Und das bedeutet eigentlich Bildungsnähe nach Jesper Juhl. Und ich fand das eine sehr bezeichnende und auch überzeugende Aussage. Wir gehen einen kleinen Schritt weiter. Wir kommen jetzt zu Punkt 2. Ja, vielleicht noch eine Sache. Diese Beziehung ist deswegen so wichtig. Ich habe am Anfang von dem Brückenschlag von Ich zur Welt und Welt zur Ich, also vom Kind zur Welt, von der Welt zum Kind gesprochen. Selbstbeziehung und Weltbeziehung. Es ist deswegen so wichtig, diese Beziehungsfähigkeit innerhalb der Familie, weil dadurch das Vertrauen im Kind erwächst, sich überhaupt der Welt zu öffnen. Gerald Hüther schreibt, und jedes Kind braucht das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, um neue Situationen und Erlebnisse nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderungen bewerten zu können. Beides gibt es nur in der intensiven Beziehung zu anderen Menschen. Und es sind die frühen, in diesen Beziehungen gemachten und im kindlichen Hirn verankerten psychosozialen Erfahrungen, die seine weitere Entwicklung bestimmen und sein Fühlen, Denken und Handeln fortan lenken. Also es sind die frühen Erfahrungen, die das Kind prägen, die frühen Erfahrungen von Geborgenheit, von Sicherheit, die dem Kind den Grund geben, sich dann eben auch der Welt zu öffnen. Ich möchte jetzt zu zwei Grundbedürfnissen kommen. Sie merken, ich habe Ihnen nicht zu viel zu versprochen, ich trinke wirklich viel. Ich habe noch eine zweite Flasche im Petto. Es gibt nach Gerald Hüther zwei Grunderfahrungen, die wir schon sehr früh als Menschen machen, intrauterin im Mutterleib. Und diese beiden Grunderfahrungen halte ich für wesentlich auch für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und für die Sprachentwicklung des Kindes, weil sie sehr eng miteinander verknüpft sind. Ich werde versuchen, das nachher noch zu erläutern. Das sind die Erfahrungen von Wachstum und Verbundenheit. Wir alle haben bereits im Mutterleib erlebt, was es bedeutet, sicher zu sein, verbunden zu sein. Es gibt keine engere Beziehung auf der physischen Ebene, wie wir sie im Mutterleib erfahren haben. Das gibt es nicht. Ja? Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes von der Mutter genährt, ernährt, befinden uns in einem sicheren Raum, einem geborgenen Raum. Was wir erleben, ist Verbundenheit. Das ist uns im wahrsten Sinne des Wortes in unseren Leib gegeben. Das andere, was wir aber auch erleben konnten im Mutterleib, ist Wachstum, rein physisch gesehen. Wir sind größer geworden und zwar so viel größer, dass wir dann irgendwann eben auch den Mutterleib verlassen haben. Das klingt jetzt so vornehm, wir haben den Mutterleib verlassen. Ich habe da als Mann überhaupt nichts zu sagen, das ist völlig klar, das steht mir überhaupt nicht zu. Nicht? Aber ich habe 4 Söhne, ich kann ungefähr von außen mitfühlen, mit einiger Distanz, was das bedeuten mag. Also ein Mann würde das nie verkraften. Wir haben einen hohen Damenanteil heute hier im Publikum, deswegen wollte ich das mal an dieser Stelle doch sagen. Ja, aber zugucken ist auch anstrengend, das muss man auch sagen. Gut, also, Wachstum, das Kind betritt die Welt und es merkt eben, es kann größer werden. Und das ist nicht nur physiologisch gemeint, sondern natürlich auch seelisch-geistig gemeint. Das Kind erweitert sein Fertigkeitsfeld. Auch das bedeutet Wachstum. Und auf diese Grunderfahrungen können wir ein Leben lang zurückgreifen.
Solange diese beiden Polaritäten, Wachstum und Verbundenheit, in einem ausgewogenen Verhältnis sind, befindet sich auch unsere Persönlichkeit in einem relativ stabilen Gleichgewicht. Wir durchlaufen immer Phasen, wo wir mehr zu dem einen, mal mehr zu dem anderen neigen. Es gibt so Phasen, wo wir mehr zum Wachstum neigen, jetzt nicht so sehr größenmäßig gemeint, sondern eben in der Ausbildung unserer Fertigkeiten und Fähigkeiten, was auch immer eine etwas egozentrischere Komponente hat, wo wir mehr zur Individuation neigen. Wir widmen uns einem Thema, wir vergraben uns in einem Hobby, wir lesen uns fest in einer bestimmten Thematik, wir denken an unsere Karriere und so weiter und so fort. Freundschaften, Beziehungen stehen da eher hinten an in dieser Phase. Dann wächst aber auch wieder, wenn alles gut läuft und nicht in der Einseitigkeit sich verliert, das Bedürfnis, wieder die Beziehung zu pflegen, Freunde zu besuchen, Verwandte zu besuchen, wieder Teil der Gemeinschaft zu werden. Also in diesen Polaritäten bewegen wir uns unser ganzes Leben lang. Und auch das hat mit dem zu tun, was sich in der Sprache widerspiegelt oder in unserer Art, mit Sprache umzugehen. Denn auf der einen Seite ist Sprache der Zugang zu Weltenwissen. Durch das Sprechen erarbeiten wir uns Weltenwissen, indem wir Fragen stellen, Antworten bekommen, unser Wissen erweitern, natürlich auch, indem andere zu uns sprechen. Dadurch erleben wir Wachstum. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch durch Sprache Verbundenheit, nämlich indem wir uns in den individuellen Sprachraum unserer Gemeinschaft einleben. Ja. Sprache bedeutet oder Sprechen bedeutet auch immer Teilhabe. Das heißt, dass man Teil einer Sprachgemeinschaft ist. Das merken Sie sofort, wenn Sie in ein anderes Land kommen und die Sprache nicht sprechen. Wenn es mit Englisch geht, ist noch gut. Aber wenn Sie kein Wort verstehen, da fühlt man sich schon ganz schön ausgegrenzt. Ja? Wenn dann noch andere vielleicht anfangen zu lachen, ein bisschen zu tuscheln, da weiß man, was es heißt, nicht Teil einer Sprachgemeinschaft zu sein. Wachstum und Verbundenheit, das sind Grundbedürfnisse, sind natürliche Bedürfnisse des Menschen. Und das Kind entwickelt sich in diesem Spannungsfeld. Und innerhalb dieses Spannungsfeldes offenbart sich das Kind als sprechender Mensch. Im Sprechen offenbart sich das Kind in seiner inneren und äußeren Konstitution im Verhältnis zu seiner psychosozialen Umgebung. Dieser etwas verschobene Satz, den möchte ich gerne an einem kleinen Beispiel erklären. Ich springe jetzt mal. Mir ist dieser Satz sehr wichtig, weil er das, was wir jetzt mehr auf der Persönlichkeitsebene angeschaut haben, zwischen Weltbeziehung und Selbstbeziehung, zwischen Wachstum und Verbundenheit, sich auf einer sprachlichen Ebene wiederfinden lässt. Im Sprechen offenbart sich das Kind in seiner inneren und äußeren Konstitution im Verhältnis zu seiner psychosozialen Umgebung. Was das bedeutet, können Sie sehr schnell selber erfahren, wenn Sie mal kurz die Augen schließen. Ihnen geschieht nichts. Ich bin noch da. Stellen Sie sich bitte mal folgende Situation vor. Sie stehen vor einem wichtigen Termin. Sie wollen sich möglicherweise beruflich verändern. Sie machen sich auf den Weg. Sie sind schon so ein bisschen spät dran. Achten Sie bitte jetzt auf alle Körperfunktionen, die Sie jetzt so während meines Erzählens bei sich wahrnehmen. Sie sind schon ein bisschen spät dran. Es hängt für Sie ziemlich viel davon ab, dass dieser Termin gut geht. Auf dem Weg zu Ihrer zukünftigen Chefin oder Chef hin, überfallen Sie auf einmal belastende Gedanken. Bin ich kompetent genug? Werde ich dem Anforderungsprofil entsprechen? Hoffentlich bringe ich das rüber, was ich eigentlich sagen will. Das schlägt sich nieder in einem belastenden Gefühl. Sie werden aufgeregter, Sie verspüren eine leichte Unsicherheit, eine leichte Aufregung. Wahrscheinlich merken Sie jetzt auch eine leichte körperliche Anspannung. Die körperliche Anspannung führt dazu, dass der Atemraum ein bisschen beengt wird, die Zwischenrippenmuskulatur engt sich etwas ein, die kann nicht mehr so ein und aus sich bewegen, Ihr Nacken verspannt sich leicht. Sie sind immer noch spät dran übrigens, Sie sind immer noch spät dran. Ja. Die Nackenmuskulatur verspannt sich, dadurch entsteht ein leichter Druck auf den Kehlkopf, der berühmte Kloß im Hals. Sie haben es endlich geschafft, Sie stehen vor Ihrer zukünftigen Chefin, Ihrem zukünftigen Chef. Sie wollen mit voller sonorer Stimme sagen, guten Tag, mein Name ist, und rauskommt, guten Tag.
Solche oder ähnliche Situationen haben Sie vielleicht schon mal in abgespeckter Form erlebt. Können Sie mal zustimmend nicken oder verneinen? Es nicken ziemlich viele. Gut, okay. Bleiben Sie bitte noch bei geschlossenen Augen. Jetzt könnte Folgendes passieren, im günstigsten Falle. Ihre Chefin ist eine sympathische Person. Sie lächelt Sie an, ganz wichtig. Sie gibt Ihnen die Hand, Berührung, Bindungshormone werden ausgeschüttet. Sie spricht Sie mit ruhiger Stimme an, beruhigt Sie, sagt, wie sehr sie sich freut, Sie zu sehen. Sie hätte auch schon mal in den Unterlagen nachgeschaut. Sieht ja alles ganz gut aus, sie freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und allmählich bemerken Sie vielleicht, wie sich aufgrund der Annahme durch die Chefin Ihr Blutdruck etwas senkt, die Atmung sich verlangsamt, von dem Brustbereich mehr in den Bauchbereich runterrutscht, die Verspannung in dem Nacken löst sich, der Gesamttonus wird etwas entspannter, der Tonus der Muskulatur. Und Sie können wieder im wahrsten Sinne des Wortes durchatmen und finden Ihre Stimme wieder. Können Sie das ein bisschen nachempfinden? Danke, dann können Sie die Augen wieder öffnen. Ja. Das ist gemeint mit, dass im Sprechen offenbart sich das Kind in seiner inneren und äußeren Konstitution im Verhältnis zu seinem psychosozialen Umgebung. Wenn die Chefin anders reagiert hätte, hätte sich ihr Muskeltonus nicht entspannt. Die Atmung hätte sich nicht wieder senken können. Der Druck auf dem Kehlkopf wäre weiter bestehen geblieben. Das alles wirkt auf unser Sprechen. Und wenn wir solche Situationen dauerhaft erleben, stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen sehr strengen Vater, der immer sagt, komm, weiter, 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 Zeit ist Geld, komm, hau rein, mach deine Hausaufgaben und so weiter. Immer also in so einem hypertonen Zustand, dann prägt das nicht nur Ihre seelische Verfassung, sondern auch Ihre körperliche Verfassung und damit auch Ihre Stimmpersönlichkeit. Jochen Weibe spricht davon, dass Sprache der Botschafter der Persönlichkeit ist. Warum? Weil alle inneren Prozesse, unser Denken und unser Fühlen, das war jetzt ja ein verhältnismäßig harmloses Beispiel, wirkt sich physiologisch aus und alles, was sich physiologisch ereignet, wirkt aber auch zurück, stimulierend auf unser Seelenleben und teilt sich der Sprache von beiden Seiten aus mit. Rein physiologisch, als gepresste, kehlige Stimme, aber auch seelisch, in einer hohen Anspannung, in einer hohen Erregung, die sich eben auch dem Zuhörer als solche mitteilt. Natürlich können wir dagegen angehen, aber es ist verhältnismäßig schwer, so ein cooles Meeting abzuhalten, wenn man so dasteht. Das ist nicht so einfach. Jetzt denken Sie mal an Ihre eigene Schulzeit zurück, Sprache- und Persönlichkeitsbildung, wenn so ein Mathelehrer eben sagt, was ist die Wurzel aus 23? Na? Ich weiß es auch nicht. Das macht was doch mit einem, ne? Man zuckt kurz zusammen. Man geht in die Einatmung. Also wir dürfen nicht denken, Sprechen ist irgendwas, was hier stattfindet. Sprechen ist irgendwas, was man da so macht. Wir sind unsere Sprache. Und zwar mit Leib und Seele. Und das ist das Entscheidende. Wir erleben uns als Vollmensch in der Beziehung zu den anderen Menschen, wenn wir sprechen. Es tut mir unendlich gut, wenn Sie hin und wieder mich anlächeln. Sofort kann ich besser sprechen. Ja. Wenn die eine oder andere Stirne sich runzelt, schaue ich wieder in das Lächeln der anderen Menschen rein. Ja. Wir sind nicht unabhängig davon. Wir sind unsere Sprache. Und die Sprache ist so, wie wir geworden sind, wie sich unsere Persönlichkeit eben auch entwickelt hat. Oh ja. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Erlauben Sie mir ein letztes Beispiel, nicht am heutigen Abend, aber zu diesem Themenbereich. Ich finde das nochmal signifikant wichtig. Und dann kommen wir zum vorletzten Teil meines Vortrages, nämlich die Sprachentwicklung als Signatur der Persönlichkeitsbildung. Wie sehr das alltäglich zu erfahren ist, also jeden Tag empirisch festzustellen ist, dass wir unsere Sprache sind, können Sie an einem ganz einfachen Beispiel sich verdeutlichen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen, ich gucke jetzt auch mal zu dieser Seite. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen abends am Sofa, Sie lesen noch ein Buch oder schauen Fernsehen. Draußen hören Sie, die Türe geht auf. Klackert, Sie sind sich nicht so ganz sicher, wer ist es, der Ehemann oder der Nachbar?
Ich überlasse das jetzt Ihnen zu entscheiden, worüber Sie sich mehr freuen. Sie wollen aber auf Numero sicher gehen, je nachdem, was Sie vorbereiten. Nee, also jetzt. Und Sie rufen einfach, wer ist da? Und die Stimme sagt, ich. Und Sie wissen sofort Bescheid. Sie wissen sofort Bescheid. Es braucht keinen Namen, kein Alter, keine Körpergröße, kein nichts. Sie erkennen an der Stimme, wer es ist. Und das geht noch weiter. Wenn man sich das mal klar macht, das sind ja banale Alltagserfahrungen, wenn man sich das mal klar macht, dann ist das sensationell. Am Telefon, Sie rufen eine Freundin, einen Freund an, Sie merken schon an der Stimme, in welcher psychischen Verfassung sich Ihre Freundin befindet und wie es ihr körperlich geht. Sie wissen sofort und fragen, sag mal, geht's dir nicht gut? Du klingst heute anders. Wir sind unsere Stimme, weil unsere Stimme ein Teil unseres Gesamtorganismus ist. Im wahrsten Sinne des Wortes ein ganzheitliches Ereignis als zirkulärer Prozess. Und das Kind will sich mit seiner Stimme in die Welt einleben. Es will mit seiner Sprache die Welt erfassen und Teil der Welt werden. Die Sonne spricht zu uns mit Licht, mit Duft und Farben spricht die Blume. Mit Wolken, Schnee und Regen spricht der Himmel. Es lebt in diesem Heiligtume der Welt ein unstillbarer Drang, der Dinge Stummheit zu durchbrechen, des Seins Geheimnis auszusprechen. Das ist das große Bedürfnis des Kindes und des Erwachsenen, des Seins Geheimnis auszusprechen, dem Geheimnis der Welt auf die Spur zu kommen. Ich drücke es bewusst so poetisch aus mit den Zeilen von Hermann Hesse, weil es auch ein poetischer Prozess ist. Man erfasst Sprache nicht vollständig, wenn man sie nur als funktionalen oder rationalen Prozess nimmt. Da ist mehr dahinter. Und die Brücke dazu ist die Beziehung. Und diese Beziehung, die beginnt sehr früh. Ich komme zum dritten Teil, damit Sie ungefähr wissen, wo wir jetzt uns befinden. Es ist Land in Sicht. Ab der 22. Schwangerschaftswoche beginnt das Kind im Mutterleib zu hören. Der Hörsinn ist einer der ersten Sinne, die das Kind ausbildet. Das heißt, das Kind hört die Mutter, bevor es sie sieht. Ich halte das für entscheidend. Das Kind hört die Mutter, bevor es sie sieht. Und in welchem Zustand befindet sich das Kind im Mutterleib? Ich habe am Anfang ja schon angedeutet, es ist eingehüllt von der schützenden Ummantelung durch den mütterlichen Leib. Es schwimmt schwerelos in dem Fruchtwasser, ja, der Schwerkraft nicht ausgeliefert, so ein bisschen salzig. Ich stelle mir vor, das ist wie so eine Wellness-Oase eigentlich. Ja, es ist warm, es ist so ein bisschen rötliches Licht, kommt da durch. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Das Kind befindet sich aber nicht in einem stummen Raum. Dieser Raum ist erfüllt von Klängen. Ab der 22. Woche hört das Kind. Es hört den Herzschlag der Mutter sehr deutlich. Das ist auch der Grund, warum Kinder so beruhigt reagieren auf den Herzschlag der Mutter, wenn man es auf die Brust legt und dann das Kind den Herzschlag hören kann. Das Kind hört das Gurgeln der Darmtätigkeit und das Kind hört die Stimme der Mutter. Und zwar nicht über den Luftschall, das würde ja nicht gehen, sondern praktisch an der Knochenleitung heruntergeleitet ins Becken, dort wird es verstärkt und an das Ohr des Kindes herangetragen. Leicht abgedämpft durch das Fruchtwasser, aber immer noch hörbar. Und dadurch entsteht die erste verbindliche Beziehung zu der Mutter. So verbindlich, dass das Kind auch nach der Geburt Verse, Lieder, kleine Gedichte, die Mutter dem Kind vorgesprochen hat, auch nachher wiedererkennt. Das kann man feststellen. Kinder reagieren auf vorgeburtlich Gehörtes, auch nach der Geburt, indem sie mit einem besonderen wohligen Gefühl darauf reagieren. Ja, das geht bis in die Sprachmodalitäten hinein. Und man kann davon ausgehen, dass schon frühe prosodische Muster in dieser Zeit angelegt werden. Ich würde jetzt nicht unbedingt dafür plädieren,
weil man das weiß, dass das Kind ab der 22. Woche hört, jetzt schon anzufangen, Englischvokabeln zu lernen oder Ähnliches, sondern ich würde es wirklich bei den Liedern und bei den Versen und bei dem mütterlichen Zuspruch belassen. Ich glaube, da tut man mehr für die Beziehung mit. Wenn das Kind jetzt auf die Welt kommt, kehren sich die Verhältnisse vollständig um. Zunächst hat die Welt auf das Kind gewirkt, es ist mit allem versorgt worden. Jetzt wirkt das Kind in die Welt. Und was macht es als allererstes, wenn es auf die Welt kommt? Es schreit, jawohl. Es begrüßt die Welt mit einem Schrei. Es schreit, um auszuatmen, um dann einatmen zu können. Und dann beginnt eben ein Prozess, der ein Leben lang nicht mehr aufhört. Die Atmung. Ne? Das ist auch ein Dialog mit der Welt. Es schreit. Viel schöner, als ich das könnte, hat das Lisbeth Wutter ausgedrückt. Sie schreibt nämlich in ihrem Buch mit Kindersprache leben: Von Geburt an ist der Mensch ein soziales Wesen. Er betritt die Welt nicht lautlos, sondern rufend. Dass der Mensch mit einem Schrei die Welt betritt, heißt nichts anderes, als dass es zum Menschen gehört, sich zu äußern und sich mitzuteilen. Oder um mit Herder zu sprechen, der erste Schrei bedeutet: Hier bin ich, einer von euch, ein empfindsames Wesen. Teilhabe, Wachstum und Verbundenheit. Beides lebt in der Sprache. Und wenn das Kind jetzt geboren ist, ich fasse mich jetzt etwas kürzer und nenne einfach ein paar markante Punkte der sprachlichen Entwicklung. Wenn das Kind jetzt geboren ist, fängt es ab dem zweiten Monat an, sich bereits vorsprachlich zu äußern. Und Sie kennen das vielleicht noch aus der... Jetzt geht's nicht. Sie kennen das vielleicht noch aus Ihrer eigenen Erfahrung, als Sie Ihre Kinder großgezogen haben. Die Kinder liegen stundenlang in der Wiege und gurren und schmatzen und lallen und so weiter. Und dieses Schmatzen und Gurren hat zwei Funktionen. Funktionen klingt so technisch. Hat zwei Aussagen. Das eine ist, es hat was mit Selbsterleben zu tun. Und zwar auf der oralen Ebene. Das Kind spürt sich selber, indem es die Lippen aufeinander presst, indem es die Zunge gegen den Gaumen drückt. Das ist Selbsterleben, sich selber hören. Da haben die Kinder auch so ein Vergnügen daran. Das ist ein lustvoller Vorgang, sich selbst zu erleben. Da liebt sie jemand sehr. Ja? Auf der anderen Seite kann die Mutter aber, ist es aber auch schon Kommunikation, noch keine bewusst gesteuerte, aber die Mutter hört an der Melodieführung des Schmatzen und Gurren und Lallens dieser ersten frühen Lallphase, wie es dem Kind geht. Es ist bereits Mitteilung auf einer vorsprachlichen Ebene. Mit etwa 6 Monaten bis hin zum 12. Monat verändert sich das Leben des Kindes total. Es gewinnt mehr und mehr den Raum. Es erobert den Raum. Es fängt an, sich umzudrehen, fängt an zu robben, zu krabbeln. Vierfüßlerstand, Sie kennen das alles. Und damit eröffnet sich ihm natürlich auch ein völlig neuer Zugang zur Welt. Und indem das Kind seinen Erlebnisraum erweitert, wächst auch sein sprachliches Äußerungsvermögen. Aus den einsilbigen Äußerungen werden 2-silbige Äußerungen. Es entwickelt Lautketten. Mama, Mama, Papa, Papa. Ja, das Rennen geht los. Was sagt er zuerst? Mama oder Papa? Mein Sohn hat Mampa gesagt. Hat uns beide sehr befriedigt, obwohl man sich darauf nicht zu viel einbilden darf, weil das eher noch eine Erprobungsphase ist als wirklich schon eine semantisch gefüllte Äußerung. In dieser zweiten Phase ist diese Beziehungspflege von extremer Bedeutung. Während das Kind in der ersten Lallphase sich noch in einem internationalen, kosmopolitischen Zustand befindet, nämlich alle Kinder lallen international, das gesamte Spektrum der Sprache steht ihnen zur Verfügung, vom Sanskrit über Kiswahili bis selbst Schweizerdeutsch. Wäre theoretisch möglich. Aber sind Schweizer hier? Oh, ich finde es schön. Aber ab dem 6. Monat, manche Kinder verstummen dann. Da muss man vorsichtig sein. Da muss man also aufpassen, muss man hellhörig werden. Ab dem 6. Monat funktioniert das nicht mehr. Das Mitgebrachte trägt nicht mehr, die Anbindung an die Welt.
muss intensiviert werden, vorher natürlich auch schon. Aber jetzt wird es essentiell wichtig, weil das Kind das sprachliche Vorbild des Erwachsenen braucht, um daran seine eigene Sprache zu entwickeln, um sich in den spezifischen Sprachraum seiner Region einzuleben. Das verdeutlicht ein Zeitungsartikel aus der Fuldaer Zeitung von 1994 sehr deutlich. Ich lese ihn mal kurz vor. Da schreibt der Autor, Überschrift: Dreijähriges Kind konnte nur bellen. Ein dreijähriger Junge aus der norditalienischen Provinz Treviso ist von seinen Eltern so vernachlässigt worden, dass es nicht sprechen, sondern nur bellen konnte. Das Kind verbrachte seine Tage allein zu Hause, während die Eltern in den Weinbergen arbeiteten. Einziger Gefährte des Kleinen war ein Hund. Niemand fiel auf, dass er nicht einmal Mama oder Papa sagte. Erst einer Kinderärztin fiel es auf, dass er auf ihre Frage mit einem Bellen antwortete, genau wie ein Hund. Der Mensch lernt das Sprechen am Menschen, genauso wie den aufrechten Gang, etwa mit einem Jahr. Wir brauchen den Menschen, um diese urmenschliche Fähigkeit, das Sprechen, das menschliche Sprechen, auch Tiere kommunizieren miteinander und selbst die scharfe Unterscheidung, dass die menschliche Sprache sich dadurch auszeichnet, dass sie über eine Grammatik verfügt, kann man den Tieren nicht mehr vollständig absprechen. Das ist also ein heikler Punkt. Aber die menschliche Sprache erlernt das Kind nur am Menschen, nur durch die menschliche Zuwendung, weil Sprache eben auch Zuwendung bedeutet. Und indem jetzt also das Kind 12 Monate alt geworden ist, es entwickelt sich wahnsinnig schnell, es ist wahrscheinlich ein hochbegabtes Kind, in diesem Tempo, wie es den Weg zurücklegt, stellt sich das Kind der Welt gegenüber und hat einen völlig anderen Blick auf die Welt. Es hat die Hände frei, es kann die Dinge jetzt wirklich frei anfassen, berühren, ertasten, schmecken. Es begreift sie und bildet über das Begreifen seine Begriffe. Denn die Grundlage, ein Wort als Wort zu erfassen, ist so davor die sinnliche Erfahrung dessen, was sich mit dem Wort verbindet. Das war nicht das Kind aus Italien übrigens. Ich habe diesen Artikel wesentlich später gefunden. Ich finde es so schön, weil es auch Verbundenheit bedeutet. Ne? Wenn dann noch die Mama oder Papa dahinter steht, dann ist auch alles in Ordnung. Wir machen ein Schrittchen weiter. Das Kind richtet sich auf, bildet sich von der Welt Begriffe und schafft die Welt im Wort noch einmal neu. Und das bedeutet wirklich eine tiefe Selbstwirksamkeitserfahrung, weil die Welt auf einmal im Wort für das Kind greifbar wird. Indem es sie benennen kann, kann es auch mit der Welt in Kontakt treten und mit ihr umgehen. Das merken Sie sofort, wenn Sie einem Bekannten etwas erzählen und Ihnen fallen die Dinge nicht mehr ein. Mensch, neulich, ich war in der, da wo die zwei Türme sind. Du weißt schon, da ist auch so ein, ja, das geht nicht. Ne? Da teilt sich nichts mit. Dann kann ich das Ereignis nicht fassen und auch nicht den anderen Menschen mitteilen. Ich brauche Begriffe, um mich in der Welt begegnen zu können, bewegen zu können, um mit der Welt umgehen zu können. Und das ist ein wirklich schöpferischer Akt, diese Welt im Wort noch einmal neu zu schaffen. Ich glaube, dass wir das gar nicht wirklich in dieser Tiefe als Erwachsene mehr so ganz nachvollziehen können, was das bedeutet. Weil wenn wir Sprachentwicklung denken, dann tun wir das ja immer aus der Perspektive des Sprechenden. Wir verfügen ja bereits über eine Sprache. Also wenn wir Sprachentwicklung sagen, dann fühlen wir, das ist jetzt eine Unterstellung, vielleicht ist es bei Ihnen völlig anders, aber ich ertappe mich dabei, dann denke ich fast immer Zweitspracherwerb. Wir haben ja schon Begriffe, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten nur für eine Sekunde, es ist eine erschreckende Vorstellung jetzt, stellen Sie sich mal vor, Sie säßen hier drinnen und Sie hätten für nichts, was sich hier drin befindet, Worte. Schauen Sie sich mal um. Das ist nicht vorstellbar, oder? Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja, das ist reine Wahrnehmung, also ohne jede begriffliche Fassung. Ich glaube, dass es deutlich wird, was ich meine, wenn ich Ihnen einen kurzen Auszug vorlese aus dem Bericht von Anne Sullivan, der Lehrerin von Helen Keller. Helen Keller ist im Alter von 19 Monaten an einer Hirnhautentzündung erkrankt und darauf taub geworden, blind geworden
und infolge der mangelnden Anregung dann auch verstummt. Das ist eine ziemlich massive Einschränkung. Blind, taub und dann später auch stumm. Und das Kind wird als ein sehr ungebärdiges, aufgewühltes, unwirsches Kind beschrieben. Die Eltern liebten ihr Kind sehr und deswegen wollten sie ihm helfen und luden dann eben Anne Sullivan ein oder baten sie, ihr Kind zu erziehen und das Sprechen beizubringen. Und das wollte und wollte nicht gelingen. Über welchen Zugang soll man es auch machen? Ja, blind, taub, stumm. Und dann passierte eines Tages das Besondere. Ich weiß nicht, ob Sie das gut erkennen können. Hier ist ein Kind, das hält seine Hand unter einem Wasserstrahl. Ich lese ihn kurz vor. Später gingen wir zu der Pumpe, wo ich Helen ihren Becher unter die Öffnung halten ließ, während ich pumpte. Als das kalte Wasser hervorschoss und den Becher füllte, buchstabierte ich ihr W-A-T-E-R, Water, in die freie Hand. Das Wort, das so unmittelbar auf die Empfindung des kalten, über ihre Hand strömenden Wassers folgte, schien sie stutzig zu machen. Sie ließ den Becher fallen und stand wie angewurzelt da. Ein ganz neuer Lichtschein verklärte ihre Züge. Sie buchstabierte das Wort Water zu verschiedenen Malen. Dann kauerte sie sich nieder, berührte die Erde und fragte nach meinem Namen. Ebenso deutete sie auf die Pumpe und das Gitter. Dann wandte sie sich plötzlich um und fragte nach meinem Namen. Ich buchstabierte Teacher in ihrer Hand. Auf dem ganzen Rückweg war sie in höchstem Grade aufgeregt und erkundigte sich nach dem Namen jedes Gegenstandes. Am nächsten Morgen, Helen stand auch heute früh wie eine strahlende Fee auf. Sie flog von einem Gegenstand zum anderen, fragte nach der Bezeichnung jedes Dinges und küsste mich vor lauter Freude. Alles musste jetzt einen Namen haben. Ich finde gerade diese Emotionalität dieser Schilderung, ja, sie stand vor mir wie eine Fee, völlig verwandeltes Kind. Vorher war es so, dass Helen Keller beim Essen beispielsweise von Teller zu Teller ging und ins Essen reingriff und sich nahm, was es wollte. Wenn man ihr den Teller entzog, fegte sie den Teller vom Tisch runter und brüllte und schmiss sich auf den Boden. Ist auch verständlich, nichtmals das Wort Wut, Zorn war ja möglich. Und Sprache ist in einem hohen Maße ja Willensausdruck. Und wenn ich es nicht in der Sprache zum Ausdruck bringen kann, dann muss ich es über die Gebärde machen. Das ist Willensäußerung. Also diese totale Verwandlung, wenn plötzlich sich die Welt über das Wort erschließt, es ist wirklich ein schöpferischer Akt und ab dem Moment ist die Brücke geschlagen zur Welt, sodass dieses Wechselspiel von Weltbegegnung und Selbstbegegnung in Fluss kommen kann und in dem Sprachvermögen des Kindes sich zum Ausdruck bringen kann. Wenn jetzt das Kind diese Ebene gemacht hat, und es ist wirklich nahezu, das mag Ihnen jetzt hier merkwürdig erscheinen, wenn ich das so sage, es ist ja vieles auch erklärbar, aber es ist schon auch ein magischer Moment, dieser Zusammenschluss zum Wort, dass ich merke, diese Erfahrung auf der einen Seite und das, was ich als Lautklang gehört habe, das bündelt sich in dem Wort, das ist ein Erkenntnisprozess, ja, das ist wirklich ein Ereignis, das ist wie ein Blitzschlag. Und wenn das jetzt vollzogen ist, dann beginnt ein unglaublicher Spurt im Spracherwerb. Das Kind spricht mit etwa anderthalb, zwei Jahren 50 Worte. Indem das Kind sich jetzt weiterentwickelt bis zur Schulreife, etwa im Alter von 5 bis 6 Jahren, erweitert das Kind seinen Wortschatz bis zu 4.000 bis 5.000 Worte. Das ist eine unglaubliche Lernleistung, die dieses Kind vollbringt. Also jeden Tag lernt es neue Worte. Und auf diesem Wege kommt noch eine Erfahrung, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, die ich für wesentlich halte, auch im Zusammenhang mit unserem Vortragsthema, nämlich das Ereignis, wir erinnern uns noch mal am Anfang an das Beispiel, wo ich so ein bisschen pingelig war, was das Alter des Kindes angeht, was hingefallen ist, das von sich in der dritten Person gesprochen hat. Etwa mit 2,5 bis 3 Jahren kommt dieser großartige Moment, wo das Kind auf einmal nicht mehr sagt, Peter hat gemacht, Marco hat gemacht, Philipp hat gemacht, Beate hat gemacht, sondern indem das Kind ich sagt. Das heißt, das Kind
lernt zunächst, sich der Welt gegenüberzustellen, die Welt zu begreifen, in Begriffe zu fassen, sie zu benennen, zunächst die Substantive, dann die Verben, dann zunehmend auch Adjektive und schließlich die Pronomen, kommt dann schließlich, und das finde ich interessant, über die Possessivpronomen, mein, dein, sein, also das, was zu dir gehört, was zu mir gehört, was zu ihm gehört, zu dem Wort ich. Und wenn man jetzt nochmal Helen Keller dazu nimmt, was das bedeutet, dieses kalte, prickelnde, fließende, rutscht zusammen, diese Erfahrung mit dem Wort, und ich erfasse dieses Ereignis im Wort, das heißt, ich erfasse mich in der Sprache als ein Ich. Auf der ersten Stufe mit 2,5 bis 3 Jahren. Und das Wunderbare für uns Eltern ist eben an dieser Stelle, dass mit dem Ich-Sagen auch gleichzeitig eine andere wunderbare Phase beginnt, nämlich das Trotzalter, das Nein-Sagen, wo man sich abgrenzt. Wir haben es alle geliebt oder denen, denen es noch bevorsteht, freuen Sie sich drauf, es ist tatsächlich großartig. Denn zunächst, ja, wahrscheinlich denken Sie sich, der war wahrscheinlich nie zu Hause, hat alles seine Nee, es ist doch wirklich toll, ja, denn das Kind erlebt sich selbst zunächst durch die Abgrenzung. Ja, was nicht ich ist, darüber definiert es sich. Insofern freuen Sie sich auf die Trotzphase, freuen Sie sich auch auf die Pubertät. Über die Vorpubertät wird ja mein Kollege Axel Völler-Mancini nächste Woche sprechen. Der wird uns dann tief in das begeisternde Feld der Vorpubertät einführen. Was können wir jetzt selber tun als Eltern und als Pädagogen? Und das will ich jetzt kurz zusammenfassen, um das Kind in seiner Sprachentwicklung als Grundlage seiner Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Das Allerwichtigste erscheint mir nach meiner Erfahrung die Beziehungspflege zu sein. Dem Kind eine sichere Basis für das Hineinwachsen in die Welt bieten, dass es sich auf einen guten Grund stellen kann, um die Welt zu erobern, sein Explorationsbedürfnis auszuleben, dem Kind eine warme, herzliche und vertrauensbildende Umgebung schaffen, in der es sich wohl und geborgen fühlt, sodass es aus dem Vertrauen in die Welt sein Bedürfnis, Neues zu erfahren, ausleben kann. Das ist mal die Basis. Beziehung ist das Allerwichtigste. Als zweites, Weltinteresse wecken. Und das heißt, dem Kind vor allen Dingen auf der sensomotorischen Ebene, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, auf der sensomotorischen Ebene ein reiches Erfahrungsfeld bieten, dass das Kind ganz reale, greifbare, augenscheinliche, fühlbare, erlebbare Eindrücke sammelt. Sie können die Faszination eines Blattes nirgendwo so schön und so, nein, halt, so, jetzt fehlt mir das Wort, so brillant sehen, wie auf einer Großbildleinwand. Wenn Sie einen Film angucken, der Wald lebt, da haben Sie auf einmal Aufnahmen, das gibt es gar nicht. Aber für die Sprachentwicklung ist das Entscheidende, dass das Kind in den Wald geht, dass es die Vögel dabei hört, dass es den Duft riecht, dass es multisensorische Eindrücke sammelt, dass es gesättigte Eindrücke sammelt, damit überhaupt das Bedürfnis entsteht, diese tiefen Eindrücke auszudrücken. Denn Sprechen entsteht nur aus einem Bedürfnis. Wo kein Bedürfnis ist, ist auch keine Sprache. Das können Sie aus den Erfahrungen mit Ihren eigenen Kindern wahrscheinlich sofort bestätigen. Das Kind sagt immer die Sachen, die ihm am wichtigsten sind. Schokolade, Auto, überlasse ich Ihnen. Ja? Wo Sprechen beginnt da, wo ein Bedürfnis geäußert werden muss. Bedürfnisse schaffen, diese Fülle der Erlebnisse in die Sprache einfließen zu lassen. Das ist ungeheuer wichtig, motorisch und sensorisch Sprache anzubahnen. Das Dritte, und das betrifft uns sowohl als Eltern als auch Lehrer zutiefst, sprachliches Vorbild sein. Das heißt, dem Kind eine reichhaltige, authentische und angemessene, das bedeutet anschlussfähige und ausgewogene sprachliche Umgebung zu bieten, an der es seine eigene Sprechpersönlichkeit bilden kann. Angemessen heißt dem Alter angemessen. Wenn ein Kind auf Sie zugelaufen kommt und eine schöne gelbe Blüte bringt, wie die jetzt schon überall zu sehen sind, und dem Papa oder der Mama diese Blüte zeigt, und fragt, was ist das, Papa? Dann will das Kind nicht hören, mein liebes Kind. Diese gelbe Blüte
ist die Blüte eines Tagshakum. Die gehört zur Familie der Korbblütler. Die Korbblütler sind Gewächse der Vielblütler und so weiter. Spätestens nach dem zweiten Satz wird das Kind weggelaufen sein. Das ist nicht die Frage gewesen, sondern die Frage war, was ist das? Und es hätte völlig genügt, das ist die Blüte eines Löwenzahns. Und schau mal, die grünen Blättchen, die haben solche Zacken wie die Zähne von einem Löwen. Darum heißt das Löwenzahn. Dann geht man weiter und spaziert und sammelt neue Erfahrungen. Ja? Also, so sprechen, dass das Kind es verstehen kann. Das ganze Spektrum des sprachbegleitenden Handelns. Wir machen uns die Schuhe zu, wir ziehen die Jacke an, wir kneten den Brotteig, dass man Handlung und Sprache zusammenschließt. Aber selbstverständlich auch das ganze Feld der Verse, Sprüche und Gedichte, wo Prosodie, Lautmalerei geübt wird. In den Fingerspielen hat man da ein wunderbares Feld, das können wir gerade mal machen. Nehmen Sie doch bitte mal den rechten Daumen. Ich habe Sie heute noch körperlich noch nicht sehr gefordert. Linker kleiner Finger. Und den legen wir mal aufeinander. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie das alles mitmachen. Die anderen beiden strecken wir nach oben und dann geht es auch schon los. Steigt ein Büblein auf den Baum, steigt so hoch, man sieht es kaum, rutscht von Ast zu Ästchen bis zum Vogelnestchen. Hei, da lacht es, ei, da kracht es, bums, da fällt es herunter. Bravo, großen Applaus für Sie. Das ist eine ganze Menge Koordinationsarbeit. Ja? Die Sprachmotorik bahnt sich über die Grobmotorik, über die Feinmotorik zur Sprechmotorik hin an. Ne? Sie haben Melodieführung, steigt ein Büblein auf den Baum, steigt so hoch, man sieht es kaum. Rutscht von Ast zu Ästchen bis zum Vogelnestchen. Ne? Und das ganze klangliche Element, Prosodie, Taktung, alles das wird das Kind später in der Schule brauchen. Und last but not least, Selbstwirksamkeit fördern, das heißt, das bedeutet, dem Kind Aufmerksamkeit schenken, es wahrnehmen, ihm zuhören, um es in seinem Potenzial zu erkennen und zu stärken. Dem Kind Angebote machen, an denen es seine sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten wachsen können. Also mit dem Kind sprechen. Wir haben so viel Sprachauffälligkeiten, weil zu wenig mit den Kindern gesprochen wird. Und, mindestens so wichtig, zugehört wird. Das ist eine der Hauptursachen, da ist man sich Land auf, Land ab einig, denn die wichtigste Sprachförderung, ich spreche jetzt nicht schon von Sprachstörungen, da braucht man Fachfrauen und Fachmänner, aber die beste Sprachförderung im Alltag ist das Sprechen mit dem Kind. Was Besseres können Sie gar nicht tun. Gehen Sie mal den Tag durch, wie viele Minuten pro Tag Sie mit Ihrem Kind sprechen. Ich hatte in den letzten Tagen, wo ich mich intensiv auf den Vortrag vorbereitet hatte, ein ziemlich schlechtes Gewissen meinem jüngsten Sohn gegenüber, weil ich gemerkt habe, viel gesprochen haben wir nicht mehr. Und er hat seinen Vater eigentlich immer nur im Arbeitszimmer gesehen. Es betrifft aber auch der Bereich der Selbstwirksamkeit, das ganze Feld der Literacy. Das heißt, nicht nur lesen und schreiben lernen, sondern im Grunde genommen den Umgang mit Erzählkultur. Das fängt an beim gemeinsamen Erzählen über das, was man erlebt hat, geht weiter über das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern, das Lesen von Bilderbüchern, das Nacherzählen, bis das Kind mit der Schulreife dann auch selber sich damit eine völlig neue Welt eröffnen kann, um seinen Wissensdurst zu stillen und damit auch die Brücke zur Welt schlagen zu können. Wenn wir in dieser Weise dem Kind begegnen, indem wir Beziehung pflegen, Weltinteresse wecken, sprachliches Vorbild sind und die Selbstwirksamkeit unterstützen und fördern, dann haben wir viel dafür getan, dass sich das Kind als Persönlichkeit und als Sprechpersönlichkeit, denn wir sind unsere Sprache, in einem gesunden Verhältnis, einem Wechselverhältnis von Weltbezug und Selbstbezug entwickeln kann. Und damit geben wir Ihnen einen Schatz fürs Leben mit, der sich mit jedem Jahr vermehrt. Denn Sprache wächst ein Leben lang, wenn man sie pflegt. Und ich möchte schließen mit einem Wort, auch wieder von Rosa Ausländer. Ich wohne im Wort. Und Gott gab uns das Wort. Und wir wohnen im Wort. Ist es bewohnbar, nehme ich es auf. Wenn ich verzweifelt bin, schreibe ich Gedichte.
bin ich glücklich, schreiben sich Gedichte in mir. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie mir zugehört haben. Applaus